traue mich ja mittlerweile schon gar nichts mehr zu sagen, aber nachdem viele gesagt haben, dass das eine oder andere Video vielleicht ganz gut anzuschauen ist, möchte ich eins hinterher schicken, was mir persönlich sehr wichtig ist. Eine wichtige Anmerkung jedoch an alle, die sich das anschauen. Das Ganze wird ziemlich langweilig sein bis zur 7. Klasse, vielleicht interessant sein ab der 8. Klasse und dann auch für die 9. und 10. Klasse wahrscheinlich was Wichtiges bedeuten. Es geht nämlich darum, wie man eine gute GFS macht. Vorweg möchte ich nochmal eine Warnung schicken. Das ganze Internet ist nämlich voll mit ja, vielleicht auch guten Informationen. Viele Informationen sind aber auch nicht besonders. Vor allen Dingen auf YouTube finden sich viele sogenannte Experten, die noch nie eine Schule von innen gesehen haben. Deshalb möchte ich euch bitten, einfach zu hinterfragen, was ihr seht, auch von mir. Das, was ich euch sage, das ist nur meine Perspektive. Ich habe ein paar Erfahrungen gemacht, aber wie gesagt, fragt sonst nochmal euren Lehrer, fragt nochmal nach. Das kann nicht schaden. Gut, und schon lege ich los. Zunächst mal möchte ich loslegen mit der Frage, was soll so eine GFS eigentlich? Also es ist ja die gleichwertige Feststellung von Schülerleistung. Warum ist das Ganze gleichwertig? Naja, ich muss theoretisch dafür so viel machen wie für eine Arbeit. Ich lasse mal völlig dahingestellt, wie viel ihr für eine Arbeit lernt, ob ihr am ersten Tag vorher oder eine Woche früher oder vielleicht auch noch länger lernt. Aber letzten Endes soll das Ganze eine eigenständige, verantwortungsvolle Leistung sein. Insofern ist das, denke ich, auch jedem klar. Das Problem fängt allerdings an, wenn man sich darüber Gedanken macht, was denn eigentlich eigenständig sein soll. Denn eine Sache möchte ich als Lehrer nicht, und zwar PowerPoint-Karaoke. Ich möchte eigentlich nicht sehen, wie gut es ein Schüler oder eine Schülerin schafft, irgendwelche willkürlich ausgesuchten Informationen zusammenzusuchen und mit einer lustigen Folie dann mir zu präsentieren. Weil ganz ehrlich, das kann ich auch. Das ist keine gute GFS. Wenn eine solche GFS, die am besten schon den Namen eines viel zu großen übergeordneten Themas hat, beginnt, weiß ich meistens am Anfang schon, dass das Ganze nichts werden kann. Wenn es um mich persönlich geht, kann ich sogar sagen, eine gute GFS bräuchte überhaupt keine PowerPoint-Präsentation. Bei einer guten GFS würde ich nämlich merken, dass jemand das Thema so gut beherrscht und so gut präsentieren kann und so gut auch Fragen beantworten kann, dass er präzise, deutlich und eloquent das Ganze einfach vortragen könnte, ohne jedes Mal nach links oder rechts oder eben nach hinten zu schauen, wo eine vielleicht tolle Präsentation ist, die letzten Endes aber nicht verschleiern kann, dass das, was gesagt wird, eigentlich nichts mit dem zu tun hat, was das Thema ist. Und damit sind wir beim wichtigsten Thema, nämlich beim Thema. Ein wirklich gutes Thema hat eine problemorientierte Fragestellung. Das nennt sich dann Leitfrage. Wahrscheinlich habt ihr mit euren Lehrern da schon sehr häufig drüber gesprochen und für viele Lehrer ist diese Leitfrage mit T eigentlich auch eine Leitfrage mit D, weil es sehr lange braucht, das wirklich zu besprechen, bis man eine gute Leitfrage findet. Was ist aber eine gute Leitfrage? Eine gute Leitfrage ist auch in Zeiten von Google und Co. eine Frage, die sich nicht, und ich wiederhole jetzt, nicht sofort googeln lässt. Meint er das ehrlich? Ja, das meine ich ernst. Und das meine ich nicht nur ernst für meine Fächer Englisch, Deutsch und Geschichte, sondern ich habe auch schon von anderen Fächern gehört, dass diese problemorientierten Fragestellungen auch dort gebraucht werden. Ganz ehrlich, natürlich kann man trotzdem den Sachverhalt, den man besprochen hat, darstellen oder bestimmte Themen hervorheben. Das Wichtigste bleibt jedoch eine Leitfrage. So, eine Leitfrage ist eine Frage, die ich selber an das Thema stelle, die ich also beantworten möchte. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn ich diese Frage selbst beantworte, mit den verschiedenen Informationen, den verschiedenen Quellen und meiner Arbeit, die ich mit dem Internet oder mit Büchern mache, dann kann ich auch von Eigenleistung sprechen. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Wir können sagen, das Thema ist Napoleon. Ich wiederhole, das wäre kein Thema. Napoleon was? Napoleon der große Feldherr, Napoleon der Wandler Europas, Napoleon als derjenige, der den Code Civil eingeführt hat, Napoleon als was, der größte Franzose aller Zeiten. Einfach nur Napoleon würde darin enden, dass eine willkürliche Informationsdichte auf eine PowerPoint-Folie gepresst wurde und im Prinzip am Ende keiner genau wüsste, was er damit machen will. Eine Fragestellung würde dem Ganzen einen Rahmen geben. Überlegt selber, was für eine Fragestellung man stellen könnte. Wir können natürlich hier nicht zu lange inhaltlich sprechen, aber nehmen wir eine provokante Fragestellung: Napoleon als der Einiger Europas.
Man wird, wenn man recherchiert, nicht umhinkommen zu sehen, dass es zahlreiche Gegenstimmen gab, Opposition, ja, dass sich sogar ein deutscher Nationalismus gebildet hat, nur um gegen Napoleon, den großen Usurpator, also denjenigen, der in die Länder einbricht und alles französisch machen will, vorzugehen. Aber genau das ist die Art von problemorientierter Stellung, wo man hinterher sagen könnte, das ist das Fazit, das ich gerne beantworten möchte. Die Fragestellung macht es. Bei einer guten Fragestellung, ich wiederhole, und das werden 80% meiner Kollegen unterschreiben, wird es eine bessere, eine sehr gute GFS geben können. Jetzt hat das Ganze natürlich auch eine Kehrseite und leider möchte ich euch damit nicht verschonen. Es bedeutet nämlich Arbeit. Denn wenn ich, egal zu welchem Thema, die Wikipedia-Seite aufrufe, dann werdet ihr bemerkt haben, dass diese Wikipedia-Seite natürlich voll von blauen kleinen Sätzen ist, den sogenannten Links. Ihr werdet sie kennen. Was im Prinzip bedeutet, dass wenn man auf jeden einzelnen Link gehen würde, um das Ganze dann zu besprechen, man trotzdem wieder hunderte von Büchern gelesen hat. Was man natürlich nicht kann. So, wenn ich jetzt aber ein Thema habe, was viel zu überschwänglich ist, dann nehme ich einfach nur die Informationen, die ich brauche oder vielleicht nicht brauche. Das wird allerdings willkürlich. Wenn ich eine wirkliche Fragestellung habe, dann muss ich die Informationen suchen, die zur Fragestellung passen. Und eben das ist die eigenverantwortliche Einzelleistung, von der ich gerade gesprochen habe. Glaubt mir, als Lehrer sieht man, ob jemand Ahnung hat oder nicht. Damit das nicht zu lang wird, das Ganze, möchte ich jetzt nur sehr wenig zur Präsentationstechnik sagen. Was ganz klar ist, dass alles, was ihr jemals über GFS und Präsentationstechnik, über das Sprechen und über Mimik und Gestik gehört habt, natürlich richtig ist. Ich würde auch immer was Ordentliches anziehen, aber das kann jeder machen, wie er will. Nur wenn man irgendwie im Schlendrian schon in die Klasse kommt, macht das keinen besonders guten Eindruck. Das könnt ihr aber, wie gesagt, handhaben, wie ihr möchtet. Was allerdings wichtig ist, sind zwei Dinge, die vielleicht nicht unbedingt so häufig erwähnt werden. Nummer 1. Ich möchte als Lehrer nicht wissen, ob ihr bei PowerPoint irgendwelche lustigen Effekte einfügen könnt. Ganz ehrlich, das kann jeder. Das kann ich auch in der ersten Klasse, wenn ich das jemandem beigebracht habe. Was ich möchte, ist jemandem zuhören, der sich mit der Sache auskennt. Der sich mit der Sache so gut auskennt, dass er, wenn möglich, es schafft, das Thema oder die verschiedenen Unterpunkte, die er natürlich trotzdem vorbereitet hat, auf das Mindeste zu reduzieren. Das heißt, eine sehr gute Folie hat bei mir vielleicht sogar nur ein, drei, fünf Worte. Ich brauche nicht alles, was ich wirklich auch sagen möchte, auf die Folie zu schreiben, denn sonst bräuchte mir ja keiner mehr zuhören, sonst könnte man einfach die Folie in der Klasse verteilen. Man braucht es nicht. Sehr wichtig. Das zweite ist, ab und zu einfach mal eine schwarze Folie einfügen. Ihr findet das komisch? Schaut nach. Amerikanische und englische Seiten, die werden es euch sagen, schwarze Folien oder weiße Folien sind immer extrem wichtig. Das wird den anderen erstmal komisch vorkommen, aber sie werden zurück auf euch schauen und das sollen sie auch, denn ihr haltet die Präsentation und nicht die PowerPoint-Folie. Zweitens, es mag euch komisch vorkommen, aber ihr müsst euch in eurem Thema auskennen. Das bedeutet, dass wenn ich, wie gesagt, anfange, diese PowerPoint-Karaoke zu machen, und dann keine Fragen beantworten kann, sich eigentlich zeigt, dass ich nicht wirklich was gemacht habe. Das bedeutet, dass auch bei der Recherche sehr wichtig ist, dass man die verschiedenen Wörter weiß, dass man sie nachschlägt, dass man sie systematisiert und dass man sie kennt, so dass ich danach in der Lage bin, jedes einzelne Wort von dem, was ich gesagt habe, auch erklären zu können. Das hört sich sehr viel an und ehrlich gesagt ist es das auch. Aber man hat ja den Stoff schon reduziert, indem man eine sehr gute, ihr erinnert euch, Fragestellung gestellt hat, die man so nicht googeln kann und die eine Eigenleistung zeigt. Wenn ihr das berücksichtigt, kommt ihr am Ende mit einem eigenständigen Produkt raus, von dem es dann nicht heißt, man weiß eigentlich nicht, von was das irgendwie kopiert ist, von welcher Seite und so fort, sondern eine Fragestellung, an deren Ende vielleicht sogar eine Antwort steht, die ihr vorher nicht gesagt habt, von der aber jeder weiß, das ist jetzt wirklich eine Eigenleistung. Probiert das bitte aus und wenn ihr möchtet, ich bin ja eigentlich nicht der Typ dafür, aber schreibt es ruhig in die Kommentare, ob es was gebracht hat. Wie gesagt, ich kann natürlich keine Garantien hier verteilen oder keine Gewähr, aber ich bin gespannt, ob euch das ein bisschen weiterhilft. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, natürlich auch in die Kommentare. Und jetzt hoffe ich euch, ich habe eigentlich ein ganz kleines bisschen geholfen. Das Ganze kann man auch nachlesen, wie ihr habt, auf meiner Seite. Im Inhaltsverzeichnis, glaube ich, unter Präsentieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.